Ich habe heute eine E-Mail auf mein Business-Konto bekommen und ich dachte mir so, nein! Der Täter, der meinen Bus beschädigt und beschmiert hat, hat sich gemeldet und oh mein Gott. Ich musste gestern Abend leider in Erfahrung bringen, dass mein Sohn gemeinsam mit seinen Freunden es für eine witzige Idee hielten, ihr Fahrzeug zu beschmieren. Yo, Peace Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Tag aus meinem Leben. Das Geburtstagskind ist auch am Start, was geht ab? What up Leute, Peace, ey zu Jizzle, you already nizzle. Digga, 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 ist die Überraschungsparty gelungen? Ey, die ist so gelungen, Leute, ich habe immer noch einen Hund, Alter, das ging so ab. Ein Hund? Ah, ein Kater. Auf jeden Fall, da kommt Auto. Woo, I'm a Vlogger. Subscribe to my channel, thanks. Subscribe to my channel. Leute, es ist so crazy, Alter, Leute, die Daily Vlogs sind immer noch am Start. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schaffe, Alter. Wow. Ich war auf 2 Geburtstagen hintereinander. Einmal auf der Überraschungsparty von AJ, die ich mit organisiert habe. Okay, Leute, wir haben hier alles vorbereitet. Happy Birthday. Haben wir jetzt nicht an die Wand gehängt, weil... zu stressig. Und dann war ich noch auf dem 18. Geburtstag von Yannick. Und das war ein Absturz, Leute. Das war ein richtiger... AJ, da du jetzt volljährig bist, du weißt, was wir machen. Du darfst dreimal raten. Erstmal ein paar Kippen kaufen, ne? Ja, komm, auf jeden Fall. Rauchen! AJ, Digga. An die etwas jüngeren Zuschauer, das ist natürlich nur Spaß. Sehe ich so auch. Mach ich. Warte mal. Deutsch von AJ? Ah, da ist es ja. Bruder, ich glaube, dein Deutsch ist im Müll und warte mal. Ah, perfekt. Meine Witze sind auch im Müll. Ich sehe da nur Kippen. Oh. Der Hype, wenn man volljährig wird, ihr wisst Bescheid. Ja, dann machen wir das mal, ne, AJ? Soll ich sie dir bezahlen? Ja, Digga, sind immer besser, Alter. Oh, aber du musst sie ja kaufen, weil du bist ja jetzt volljährig. Hä? Bin wirklich volljährig. Leute, ich habe da, glaube ich, eine bessere Idee, als Kippen zu kaufen. Oh, yo. Okay, Spaß beiseite, Leute. Ich habe mir ein Wassereis gekauft. Meine Stadt hat wieder Wassereis. Ich habe ja alle Wassereis in der gesamten Stadt leer gekauft. Und jetzt haben die wieder neues und ich brauche eins. Okay, Leute, ihr wisst ja alle, was mit meinem Bus passiert ist. Digga, welcher Spacken war das, Alter? Digga, ich komme darauf gar nicht klar. Was muss man für ein sein, da drauf zu schreiben, Digga? Ich habe heute eine E-Mail auf mein Business-Konto bekommen, also auf meine Business-E-Mail-Adresse. Und ich dachte mir so, nein! Ich habe mich ein bisschen gefreut, aber auch ein bisschen geärgert, Leute. Aber warum, würde ich sagen, erkläre ich euch, wenn wir beim Bus sind. Deswegen gehen wir erstmal nach Hause und gehen zum Bus. Und dann erzähle ich euch weiterhin ein bisschen Stuss aus meiner Nuss. Und ihr kriegt dafür einen Kuss. Bruder, ich werd Rapper. Jo, wir gehen jetzt nach Hause und ich erzähle euch ein bisschen Stuss aus meiner Nuss und dafür kriegt ihr alle einen Kuss. Oh! Hä? Rap Battle? Oh! Okay, Leute, der Regen ist jetzt auch mittlerweile am Start, deswegen hab ich eine Regenjacke an und alle meinten, oh, es ist viel zu warm, Bruder. Zieh doch keine Regenjacke an, aber ich weiß Bescheid, Leute, der Regen ist am Start und nein, ich wusste nicht, dass es regnet. Es geht jetzt aber um den KTGA-Bus, um meinen Bus. Natürlich habe ich ihn noch, aber... Ach, Bruder, ich habe keinen Schlüssel mit. Ich muss hier die Bremsflüssigkeit erneuern lassen. Nicht, dass ich irgendwie einen Unfall baue wegen der Bremse, weil die ist schon mal versagt in Leipzig. Da hätte ich fast einen Unfall gebaut, da musste ich da nach links ausweichen, dann Handbremse ziehen. Keine Ahnung, ob das was gebracht hat und dann habe ich runtergeschaltet. Ihr wisst Bescheid. Leute, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe vorhin eine E-Mail bekommen auf meine Business-E-Mail. Das habe ich euch ja eben, glaube ich, schon mitgeteilt. Denn hier stand einmal, Artus stinkt und da waren Kratzer drin. Gut, dass ich die originale Farbe noch habe und das ganz easy übermalen konnte. Nice. Der Täter, der meinen Bus beschädigt und beschmiert hat, hat sich gemeldet und oh mein Gott. Mir wurde auch so viel geschrieben wie, yo, das wird weggemacht und so weiter, aber ich hab's doch schon weggemacht. Okay, ich möchte hier auch gar nicht in der Kälte rumstehen. Ihr wisst auf jeden Fall, was abging. Hier stand, Artus stinkt. Ich hoffe, hier ist sonst nichts an dem Bus dran. Wie ihr da seht, habe ich auch eine Kamera am Start. Das Geile ist, dass ich die Aufnahmen auf jeden Fall zurückverfolgen kann. Also spart euch auf jeden Fall, ja, eure guten, lustigen, dummen Ideen, meinen Bus zu beschmieren. Und nur weil hier Graffiti drauf ist, heißt das nicht, dass ihr es auch machen dürft. Das ist mein Baby. Das feiere ich. Ihr wisst Bescheid. Okay, Digga, es wird viel zu kalt. Lass nach Hause. Weil irgendwie ist der Regen heute richtig nass, Alter. Leute, ich will einfach nur noch weg. Ha 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 ha!
Okay. Leute, mal ganz kurz, ein echtes Auto ist nicht so cringe. Ich will das nur kurz gesagt haben, weil sonst denkt ihr ja, er ist irgendwie... Bist du ready, AJ? Ich bin ready, Bro. Die wurde mir vor 4 Stunden gesendet, die E-Mail, die ich bekommen habe. Die Dame heißt Katrin Amor. Und im Betreff steht Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug. Und ich denke mal, das hat was mit meinem Bus zu tun. Und es sieht sehr professionell aus. Hier steht Sachbeschädigung an ihrem Fahrzeug. Und dann fängt die Nachricht an mit: Sehr geehrter Herr Weichert, ich musste G... So, ich öffne die E-Mail jetzt auf jeden Fall. Ich blende euch hier einfach mal einen Screenshot ein, in der Hoffnung... Boah, yo, die ist richtig lang. Alter. In der Hoffnung, dass ich die hier zeigen darf, weil ich zensiere einfach alle privaten Sachen, dann wird das schon klappen. Die Nachricht beginnt mit: Sehr geehrter Herr Weichert. Ha, that's me, Digga. Hi, ich musste gestern Abend leider in Erfahrung bringen, dass mein Sohn gemeinsam mit seinen Freunden es für eine witzige Idee hielten, ihr Fahrzeug zu beschmieren. Auf jeden, ne? Also scheinbar schreibt mir die Mutti, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass der Vater Katrin, wie auch immer heißt. Moin, moin, ich bin Katrin. Ja, auf wen, ne, Katrin? Ja, auf wen? Mein Sohn ist eigentlich ein großer Fan. Aha, moin, moin. Mein Sohn ist auf jeden. Ich bin auch ein Fan und beschmier einfach fremde Autos, auf jeden. Klar. Mach ich immer so. Macht Sinn. Ja. Mein Sohn ist eigentlich ein großer Fan ihrer Videos und bereut es sehr, diesen Schriftzug an ihren Bus gemalt zu haben. Die Kratzer stammen allerdings laut seiner Aussage nicht von ihm und auch nicht von seinen Freunden. Das ist gerade ein bisschen merkwürdig, Leute, weil... Das kam halt beides, soweit ich weiß. Ja, ja. Ja, auf einmal. Also, okay, vielleicht waren das auch seine Freunde, vielleicht war er das wirklich nicht oder er hat wirklich Angst, dass ich ihn dafür richtig belange, weil ich glaube, Kratzer sind schon ein bisschen schlimmer, auch wenn man die übermalt, sind die ja eigentlich da, wenn man krasse Kratzer macht. Ja, ja. Naja, natürlich möchte er für seinen Fehler gerade stehen und ist bereit, ihr Fahrzeug selbstständig zu säubern. Ebenfalls möchte er sich bei ihnen entschuldigen und hat auch große Angst davor, dass sie das Ganze zur Anzeige bringen. Das ist jetzt voll schwer, Leute, weil schön und gut, dass er das selber säubern möchte. Finde ich schon mal gut, dass derjenige sich generell von sich aus gemeldet hat. Allerdings bin ich mir da auch nicht so sicher, ob das nicht vielleicht doch zustande kam, weil ich in einem Video gesagt habe, dass ich, wenn derjenige sich nicht meldet, zur Polizei gehe. Naja, okay, wow. Locker, derjenige hat doch auch schon gesehen, dass ich das Ganze selber sauber gemacht habe, weil, Digga, ich habe die Nachricht heute bekommen und habe es schon vor 3 oder 4 Tagen selber weggemacht. Also, what the f***? Ja, wollte ich gerade sagen, also, großer Fan, erstmal Auto zerkratzen, beschmieren und dann noch nicht mal jedes Video gucken, also... Digga, du bist kein großer Fan, Mann. Was ist mit dir? What is mit dir, Alter? Du kannst doch nicht Auto von anderen Leuten kaputt machen. Ey, Auto machen so, er machen so, Auto kaputt. Und dann, er machen nicht mal so. Er machen so, er guckt nicht Video. Verstehst du? Mann! Naja, also ein großer Fan ist was anderes, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ich möchte mich gar nicht so krass darüber aufregen, weil ich glaube, jeder macht mal so Sch*** als Jugendlicher. Aber ich finde, das geht schon ein bisschen zu weit. Vielleicht sehe ich das auch nur so, weil ich selber betroffen bin. Du kannst dir was sagen, dir gehört ja der Bus nicht. Also ich finde es auch hart asozial. Vor allem, also Kratzer, okay, er sagt immer das nicht, aber Kratzer, das wäre schon echt hart belastend gewesen. Aber wie gesagt, jeder macht mal so Sch***. Und jetzt kleine Insider-Story, Leute. Ich weiß nicht, ob wir LP mit Kev kennen, ne? Kennst du den? Ja. Der hat auch mal in Hildesheim gewohnt. Und ich bin, no joke, auch mal mit Freunden zu seiner Haustür gegangen und hab da geklingelt. Ah, Bro! Aber Leute, das ist noch lange nicht so schlimm, wie irgendwie Sachen zu beschädigen. Deswegen macht das nicht. Okay, weiter geht es. Da ich sie zuvor nicht kannte, finde ich es umso bedauerns... warte mal. Was? Nochmal. Da ich sie zuvor nicht kannte, finde ich es umso bedauernswerter. Bedauernswert? Bedauern? Digga, das Wort habe ich noch nie gehört. Bedauern. Bedauern, ja, ja, aber bedauernswerter? Ey, locker, das war einfach der Sohn und hat sich als seine Mutter ausgegeben. Ja. Weil er dann dachte so, ja, die Mutter hat ein bisschen mehr. Genau. Auf jeden. Okay, nochmal. Take Nummer 3. Da ich sie zuvor nicht kannte, finde ich es umso bedauernswerter, dass der Kontakt nun durch eine solche leichtsinnige Aktion zustande kommt. Leichtsinnige. Leichtsinnig? Eben war es noch witzig. Ich möchte mich dafür im Namen meines Sohns... Sohns. Heißt es nicht im Namen meines Sohnes? Ich möchte mich dafür im Namen meines Sohns und seiner Freunde entschuldigen und freue mich, wenn wir eine Lösung finden. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen, Katrin. Leute, was soll ich dazu sagen? So, sobald diejenigen am Arsch sind, da ziehen sie dann ihren Sch*t ein. Naja,
Ich schreibe auf jeden Fall mal zurück, werde ich sagen. Ich halte euch auf dem Laufenden, falls noch irgendwas Krasses passiert. Vielleicht gehe ich ja echt zu den Cops. I don't know. Aber erstmal, Leute, war's das mit dem heutigen Tag aus meinem Leben. Ihr wisst Bescheid. Ey, du Flexer, willst du den Rest übernehmen? Du bist ja jetzt volljährig. Ja, Phil, soll ich wieder Abmann machen? Mhm. So, Leute, das war wieder ein weiterer Tag aus meinem Leben. Ich hoffe, hat euch gefallen. Um nichts mehr zu verpassen, haut auf den Abonnieren-Button, folgt mir auf Instagram, ich heiße Artus Weichert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und Peace! We've been fighting 9 to 5. Always thought that you'd be by my side.